Ja, bevor das Video dann auch losgeht, möchte ich nochmal kurz was loswerden. Nämlich, ich bin jetzt auch quasi als kleiner Musiker unterwegs, wie ihr hier sehen könnt. Das ist ein neuer Kanal, der, wie ihr sehen könnt, ganz frisch unterwegs ist. Also heute gegründet. Das Lied habe ich auch quasi heute gemacht. Ja, kann man sagen. So quasi als Projekt. Und ja, falls ihr Bock habt, mich mal irgendwie als Musiker zu sehen oder als Rapper, je nachdem, dann schaut ihr gerne mal auf diesem Kanal da vorbei. Abonniert den auch gerne, lasst ein Like da aufs Video und wie gesagt, ja, dann könnt ihr mich auch mal rappen sehen. Nicht nur, ihr seht da nicht nur Gaming von mir, sondern auch mal ein bisschen was, ja, was mal was vom anderen Stil. Und ja, auf jeden Fall, der Kanal wird unter dem Video verlinkt sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum richtigen Video. Ja, nach der etwas längeren Intro gerade eben, ja, wenn ich jetzt mal mit diesem Deck hier am Start, ich habe mir dieses Deck mal gerade eben so ganz schnell zusammengekleistert, kann man sagen. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die große Herausforderung. Wir sind jetzt, ja, okay, wir sind auf dem richtigen Account und versuchen mal in diesem globalen Turnier mal mit quasi, naja, das Deck ist quasi gerade eben so entstanden in meinem Kopf und ich würde mal sagen, ich versuche eigentlich quasi mit Mutterhexe, Koboldfass, Elite-Barbaren. Ja, ich versuche eigentlich einfach quasi so komische Karten im Deck zu haben, um den Gegner irgendwie ein bisschen zu überraschen. Ich habe auch häufig Probleme mit Schweinchen, deswegen ist da auch der Bombenturm dabei. Tesla gegen Ballon. Also ich denke mal, das könnte wirklich ein Deck sein, mit dem wir in 2 Wochen Elixier was reißen. Ja, dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lang rum und gehen direkt rein in die erste Runde. So, wir haben auch direkt unseren ersten Gegner und jetzt ist die Frage, ob unser zusammengekleistertes Deck auch funktioniert. Ich sage jetzt mal Kleistern oder Kleber klingt irgendwie nicht so geil, deswegen sage ich einfach mal zusammengekleistert. Okay, er hat Mutex am Start, ganz wild der Typ. Würde einfach mal sagen. Und deswegen ist, glaube ich, sind Elite aber gar nicht so schlecht. Okay. Also der Typ, also ich würde mal sagen, bisher läuft das Ganze doch gar nicht so schlecht. Okay, Mega ist am Start, das ist natürlich relativ blöd. Okay. Aber Freunde, wir haben natürlich auch noch den Spiegel dabei. Das heißt, wir sollten gegen ihn nicht irgendwie in Bedrängnis geraten. Also ganz wild, dass die Elite-Barbaren jetzt auch noch den Henker-Gold haben, Freunde. Das ist quasi so ein Experimentierdeck. Kann man sagen, okay, jetzt haben wir ein bisschen Schaden gefressen, aber wir sind noch im Schadensvorteil. Das heißt, alles GG, wir sind noch im Schadensvorteil. Ja, aber die Frage ist, wie lange, Freunde? Die Frage ist natürlich, wie lange sind wir noch im Schadensvorteil? Ich glaube, wir haben ihn noch nicht im Spiegel gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Okay. Es war ganz wild, die Aktion. Okay, er hat Spiegel. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Wir sind ganz wild unterwegs, Mann. Okay. Das ist natürlich jetzt gar nicht so geil, dass wir hier gerade. Okay, der YouTuber hat jetzt. Okay, das ist natürlich ein Experimentierdeck, Freunde. Das bedeutet, er wartet nicht, dass ich gewinne. Und er hat leider Elite-Barbaren-Wut, was ein bisschen. Ja, in meinen Augen ist das quasi so eine asoziale Taktik. Okay, jetzt kennt er unseren Spiegel auch. Ja, und er hat auch immer Mutex hinten. Das ärgert mich quasi. Okay, das haben wir aber ganz gut gelöst, würde ich sagen. Das haben wir aber ganz gut gelöst, Freunde. Ich würde sagen, ich muss mich jetzt beeilen mit der Runde, weil es anscheinend, ja, Freunde, nach dem Video muss ich leider einen Cut setzen. Na, Cut sowieso, aber wird auch mal. Okay. Das war hat er gut gemacht, mein Gegner, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Ja, einen Moment.
Okay, Freunde, das habt ihr gerade auch vielleicht gehört. Da wurde ich gerade ein bisschen angebrüllt. Freunde, also nach dem Video muss leider meine Pause her. Quasi. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, Freunde, wir haben jetzt leider die ersten Niederlage gefressen gegen Elite, aber waren Wut. Das ist natürlich ein Experimentierdeck, Freunde. Ich würde mal sagen, vielleicht ändern wir noch die eine oder andere Karte. Wenn ja, dann blende ich das natürlich kurz ein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bald im nächsten Match. So, ich habe mir mal gedacht, Freunde, ich versuche es jetzt mal mit Mega-Ritter, weil das letzte Mal wurde ich ja ein bisschen von Lithium-Barbaren überrannt. Und ich würde mal sagen, wenn ich schon dabei bin, ich tue auch mal das Lock rein, statt dem Sepp. Wobei, Sepp lassen wir vielleicht drin. Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen. Ach, lassen wir es einfach mal so, Freunde. Ich würde mal sagen, wir versuchen das einfach jetzt nochmal. Vielleicht kommt ja was bei rum. Ja. Neue Runde, neues Glück. Okay, Freunde, wir fangen mit dem Koboldfass an. Ja, ich habe jetzt mal Hoffnung auf den Sieg. Oh! Ah! Okay, vielleicht können wir mal trollen, diesen Gegner. Ah, schade. Ja, okay, ich habe WLAN-Verzögerung, ganz wild. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso quasi der. Also, ich verstehe einfach nicht, wie dieser Typ immer noch leben kann. Ja, okay, Freunde, ich weiß nicht, irgendwie. Dieses zusammengewürfelte Deck ist nicht das allerbeste, Freunde. Ich hoffe, das sieht jetzt jeder. Okay. Merke auch gerade, wir sind richtig schwach gegen Lakaino, oder? Ja, okay, Freunde, der Typ. Er hat auch noch Feuerball gegen die Mutterhexe. Das heißt, wir haben ganz schlechte Karten gegen ihn. Alles noch getroffen, Freunde. Wow. Ich würde sagen, wir machen die Mother Witch hinten. Wir haben den Spiegel ja noch. Ich habe noch Hoffnung, Freunde. Hoffnung ist immer noch da. Würde sagen, wir gehen einfach mal auf, oh, egal was Verluste ergeben, aber rein. Ah, scheiße, ob wir den Turm verlieren, Freunde. Ich würde sagen, aber rein. Ach. Mich ärgert es einfach, Freunde. Ich würde mal sagen, wir ändern gleich das Deck nochmal ein bisschen ab, weil wir haben irgendwie Probleme. Irgendwie ganz fette, aber auch. Was? Okay, Freunde. Aber mein Freunde. Ach, der Typ. Kann gerne seinen Feuerball draufwerfen, der Typ. Würde sagen, wir verlieren das zwar. Okay, er hat einen Kobold nicht getroffen. Dann lachen wir ihn jetzt mal kurz aus. Okay, Freunde, das war leider auch nicht die Runde. Leider, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und dann würde ich sagen, versuchen wir es gleich nochmal. Ja, ich würde sagen, Freunde, einen Versuch wagen wir nochmal. Also wenn wir jetzt wieder verlieren, dann würde ich traurig, dann würde ich vielleicht mein Main Deck nehmen oder keine Ahnung, dann würde ich einfach irgendein Deck mir zusammenbauen oder ich würde ein richtiges Deck nehmen. Also das sind ja nur quasi zusammengewürfelte Decks. Ja, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall Schweinchen wurden ja stärker gemacht. Deswegen denke ich mal, wir haben mit Schweinchen eine ganz gute Chance. Sorry. Ich wollte. Oh, Level 8er, Freunde. Level 8er. Okay? Den ziehen wir jetzt mal nochmal schön ab. Mal gucken, einfach mal. Level 8 ab 10. Oh, Level 8 ab 10. Darauf habe ich sowas von Bock. Level 6, Freunde. Ich hoffe, alle sehen das hier zu Hause, wo auch immer ihr gerade seid. Was für ein fucking Noob hier gegen mich spielt. Oh, ich habe einfach nichts in der Defensive gegen ihn. Das ist doch zum Lachen. Oh.
Okay. Also der Typ spielt ja mit Level 1 Karten im Real Talk, also sorry. Okay, wild. Ja, ich hoffe, alle haben diese WLAN-Bugs gerade gesehen. Okay. Okay, ganz wild, diese Schweine. Okay, Freunde. Der Typ, der gehört einfach nicht in das Game rein, Freunde. Also der ist ja sowas von unterlevelt einfach. Komm, ich überlebe. Oh, ja, die Mutterhexe hat es einfach überlebt, Freunde. Ganz wild. Also Freunde, also der Typ spielt den Level 7 Prinz. Ich glaube, das Einzige, was er relativ hoch hat, ist das Koboldfass, aber das rettet ihn auch irgendwie nicht gegen mich. Aua, au, 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 au. Das tut mir ja echt leid, also das anzusehen tut mir ja schon weh. Okay, wildes Ding, dass mein Dingsbums tot ist. Okay, Freunde, wir machen es aber mal so. Richtig dreister Typ. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben das so oder so gewonnen. Also, sorry mal. Ich spiele jetzt hier auch gerade relativ scheiße, ehrlich gesagt. Butterhexe, dreh dich bitte kurz um. Okay. Ganz wild die Sache. Okay, ich würde mal sagen, wir können uns eigentlich jeden Fehler erlauben bei diesem Gegner. Also sorry, der gehört aber nicht ins Game. Ich beleidige damit auch keinen, wenn ich das sage, der ist wirklich scheiße. Sorry. Okay, mit Doppel, also Mut, diese Mut, dass die Mutterhexen gerade gestorben sind, Freunde, da muss ich ehrlich sagen, aua. Ruhet in Frieden, Mutterhexen, aua, aua, aua. Okay, Freunde, ich würde sagen, ein Gegner machen wir noch, weil quasi gegen Level 8er gewinnen, Freunde. Wenn man gegen Level 8er verliert in so einer Challenge, dann gehört man verbrannt. Dann sage ich einfach nur, dann gehört ihr verbrannt. Gegen Level 8er dürft ihr nicht verlieren, Freunde. Level 8er sind, ich kann gegen so einen Typen mit Level 7 Prinz, aua, aua. Okay, Freunde. Ich hoffe mal, der nächste Gegner ist nicht Level 8 und wir. Ich habe Hoffnung, aber wir gehen jetzt einfach mal ins nächste Match. Ja, Freunde, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil. Ja, mein nächster Gegner ist genauso schlecht wie der letzte. Ja, das ist ein bisschen blöd, ist aber leider so. Okay, dass der. Also, sorry, der ist ja noch schlechter als der letzte Gegner. Aua, aua. Ich bin jetzt einfach Mutterhexen hinten. Ich denke, das sollte gut klappen. Ja. Vier Mutterhexen auf dem Feld, Freunde. Ich hoffe, das sieht jeder. Au, aua, der Typ. Junge, also Freunde, kann die bitte jemand die Schweinchen zählen? Die überlaufen den ja komplett. Ja, okay. Also Freunde, ich hab noch gerade eben gesagt, bitte nicht noch ein Level 8er. Was kriegen wir? Direkt noch ein Level 8er. Okay, Freunde. Ich gehe jetzt einfach in das nächste Match, weil irgendwie habe ich Angst. Ich will einfach noch ein Match mit euch machen. Weil ich habe wirklich Angst, dass ich jetzt noch ein Level 8er kriege. Unsere Gebete wurden erhört, Freunde. Unser Gegner ist Level 8. Level 9. Sorry, Level 9. Was laber ich da für einen Scheiß? Das ist Level 9. Ein Glück. Oh, nein, nein, nein. So fangen wir nicht an, Freundchen, ey. Fangen wir nicht an. Okay. War leider ein kleiner Fehler von mir. Okay. Oh. Okay. Das ist ganz wild, der Typ.
Okay, das war nicht gut von mir. Ich weiß. Ja. Ich würde sagen, wir machen es aber so. Ach, mein Gott, Freunde. Also gegen X-Bow, glaube ich, haben wir ein Riesenproblem. Warum? Muss ja aber auch Feuerball. Der hat ja auch komplett das X-Bow-Cycle-Deck. Das ist richtiger Abschaum, sorry. Der Typ ist richtiger Abschaum. Was ist deine Mission jetzt? Okay, jetzt bräuchte er eine Rocket gegen mich. Andererseits, glaube ich, kann er mich gar nicht aufhalten. Sorry. Wenn er mich jetzt ohne Rocket auffällt, dann sage ich, wow. Okay. Wild. Okay, jetzt bin ich herangekommen. Also ich glaube, ich muss so mit dem Spiel. Ich will nicht mit dem spielen, aber. Okay. Okay, also bisher sieht es gar nicht so schlecht aus für uns. Okay, Freunde, ich glaube, wir können ihn wirklich einfach besiegen. Das hört sich zwar fast komisch krank an. Hey, der labert nur, Freunde, aber ich glaube, den können wir wirklich besiegen einfach. Das ist kein Scherz. Oh, nein. Nicht sowas, bitte nicht sowas. Ja, es wird komisch, aber kennt ihr eigentlich unseren Spiegel? Ich meine, was macht der Typ jetzt? Ja, ich zeige ihm jetzt einfach den Spiegel. Ganz wilde Kiste, Freunde. Wir haben den Spiegel einfach parat gegen ihn. Ich würde sagen, das ist nicht so geil für ihn jetzt. Ja. Oh, der tut mir ja gerade wirklich leid. Nicht böse gemeint, Freunde, aber der Typ hat einfach gegen uns verkackt. Leute, wir schlagen einfach im letzten Match X-Bogen. Das ist doch ganz wilde Kiste. Ja. Also ich hab Bock aufs Game. Also der Typ hat keinen Bock mehr. Also der wird seinen Lebtag nicht mehr froh, Freunde. Okay, das war ein gutes Spiel. Good luck. Der hat gut gespielt, Freunde. Ich würde sagen, den haben wir. Haben wir so oder so. Also allein der Todesschaden sollte reichen. Ja, hat gereicht. Okay, Freunde, wir haben im letzten Match X-Bogen geschlagen. Am Anfang, muss ich sagen, hatte ich echt Angst, dass er mit X-Bogen rankam. Aber, Freunde, das merke ich mir. Dieses Deck kann X-Bogen aufhalten. Es war zwar jetzt zweifaches Elixier, aber wir konnten X-Bogen aufhalten, Freunde. Deswegen, Freunde, dieses Deck, also jetzt, damit haben wir jetzt dreimal gewonnen. Das verlinke ich jetzt unter dem Video. Dieses Deck einfach nur mit Hashtag besiegt X-Bogen. Und ja, wenn ihr Bock habt, X-Bogen so richtig in die Eier zu treten, dann spielt dieses Deck. Und nochmals kleiner Hinweis. Ja, wenn ihr bei meinem Rap-Song vorbeisehen würdet, ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, haut rein und ciao.